SBT Section, it's Shisha time. Servus, liebe Shisha-Freunde, B2B von den Shisha-Warentestern begrüßt euch zu einem neuen Video. Und Freunde, natürlich ist heute wieder wahrhaftige Betonierungszeit und ihr hört es schon wieder, die Dampflok ist in der Anfahrt und die ist an. Ja, und heute gibt es ein Tabak-Review für euch. Ein ziemlich neuer Tabakhersteller wird heute vorgestellt, und zwar Vesuv Tobacco. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, in einem meiner Livestreams habe ich mal spontan zwei Sorten probiert, die ich vorher auch noch nicht getestet habe. Und heute kommt eine weitere Sorte, und zwar Bazzi. Nicht Pazzi, sondern Bazzi, sagt man in Italien, denn Vesuv ist ja angelehnt an den Vulkan, der in der Nähe von Neapel ist. Das ist der einzige auf europäischem Festland, der noch aktiv ist. Und das letzte Mal gab es eine Eruption, glaube ich, 1944 rum. Also schon relativ länger her, aber er ist immer noch aktiv. Und ja, da gibt es heute, wie gesagt, die Sorte Pazzi für euch. Und das ist die italienische Übersetzung für verrückt. Und ob das wirklich eine verrückte Mischung sein soll, das finden wir raus. Es ist auf jeden Fall schon mal vom dem, was drin sein soll, schon etwas extravagant, sage ich jetzt mal. Denn ich kenne keinen, der diese Mischung so bis jetzt gemacht hat. Und zwar Ananas, gut, Zitrone und Minze. Ja? Und das ist jetzt eigentlich so eine Konstellation. Passt das überhaupt? Kann das überhaupt schmecken? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, Freunde. Und von daher, ja, machen wir mal die Dose auf. Und das Ganze kommt schon ready to smoke nach Hause. Ihr müsst nichts mehr umfüllen. Genau so kommt der Tabak nämlich nach Hause. Hier seht ihr die Dose auch einmal. Vesuv, Bazzi. Und ja, der verrückte Tabak ist hier einmal drinnen. Und hier seht ihr auch, der Schnitt geht auf jeden Fall auch klar. Ist ein mittlerer Schnitt, nicht zu fein, nicht zu grob. Geht auf jeden Fall voll in Ordnung. Habe ich im SWT-Setup ganz locker flockig reingegeben, dreiviertel voll gemacht. Und geraucht wird übrigens in der WD Hookah Modern Evolution 4.0. Genau. Habe übrigens auch noch gerade ein Gewinnspiel von WD Hookah online auf Instagram. Einfach mal abchecken, geht noch ein paar Tage. Und ja, jetzt schauen wir uns den Tabak mal genauer an. Also Ananas, Zitrone und Minze. Geruchlich dominiert definitiv die Ananas, Freunde. Erinnert mich an die weißen Gummibärchen. Dann hat man noch eine frische Note mit drinnen. Ja, leicht Zitrusfrucht. Ja, das stimmt schon. Also man kann relativ gut die drei Komponenten rausriechen. Die frische Note ist relativ leicht und schwach. Nicht stark, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Und die Ananas dominiert Vollgas und die Zitrone ist, wie gesagt, ja, ganz leicht auch noch rauszuriechen, aber die riecht man schon noch mit raus. Wenn man weiß, dass da drin ist, dann kommt man da relativ schnell drauf. Genau, 200 Gramm, 16,90 €, das geht auf jeden Fall mal klar. Und ob das Ganze auch während dem Rauchen klar geht, das findet man natürlich jetzt raus. Machen wir mal ein genüssliches Zückchen und dann schauen wir mal, wie das Ganze so schmeckt. Ja, Rauchentwicklung geht auf jeden Fall klar. Was mir aufgefallen ist, der Tabak braucht viel Hitze. Ja, im SWT-Setup läuft eigentlich jeder Tabak geschmeidig mit zwei Kohlen und ohne Deckel bzw. Deckel geöffnet. Aber bei dem Tabak musste ich von Anfang an, auch beim Anrauchen, direkt gleich den Deckel zumachen, dass der überhaupt auf Vollgasfahrt geht quasi. Und ja, ohne geschlossenen Deckel tue ich mir dann doch ein bisschen schwer, den auf volle Geschmacksexplosion, vollem Rauch zu genießen. Und deswegen, ja, auf jeden Fall einiges an Hitze geben, der verträgt ordentlich, was das angeht. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das Ganze geschmacklich? Und geschmacklich, muss ich sagen, positiv, ja. Ist ähnlich wie im Geruch. Ich finde, die Ananas dominiert. Ist wie diese weißen Gummibärchen, aber eben nicht nur, ja, weil das kennt man ja, ist ja nichts Neues, sage ich jetzt mal. Aber diese Zitrone und die Minze, die da mit drin ist, die ist wirklich sehr, sehr angenehm, ja. Also vom Geschmack her, Ananas, Vollgas vorne dran, dann diese säuerliche Zitrusnote, die ist auch relativ stark rauszuschmecken, also die kommt direkt gleich mit.
und die leichte Minznote, die ist nicht wirklich stark da, aber man spürt schon beim Einziehen und beim Ausatmen noch eine leichte Frische, die aber nicht dominiert. Also die ist wirklich nicht penetrant. Man kann es natürlich noch stärker machen, wenn man möchte, wenn man viel Minze möchte, haut man halt noch Minztabak mit rein. Aber so finde ich den, kann man direkt lassen. Also da muss ich jetzt nicht mehr viel dran ändern, wenn man jetzt auf die drei Komponenten eben steht. Ja, und trotz der enormen Hitze, die man dem Tabak geben muss, drückt er nicht und kratzt nicht. Also lässt sich wirklich Vollgas entspannt rauchen, das Ganze. Und ja, gibt eigentlich so nichts Negatives jetzt, was das Ganze angeht. Das Mischungsverhältnis, was die Feuchtigkeit angeht, ist auch vollkommen in Ordnung. Klar, die Molasse setzt den natürlich unten ab, ist jetzt aber nicht wirklich tragisch. Einmal gescheit umrühren und dann den Kopf bauen und die Sache fetzt. Ja, aktuell gibt es 5 Sorten. Und 3 Sorten sind bereits in der Pipeline, die gibt es aber aktuell noch nicht zu kaufen. Ich habe mal in den Shisha-Shops gestöbert und bis jetzt die 5 Sorten gefunden und die anderen 3 Sorten sind aktuell noch nicht zu erwerben. Ja, der Hersteller sagt Lava für die Geschmacksnerven und es ist wirklich ja, sehr, sehr positiv für die Geschmacksnerven, definitiv. Also für 16,90 € die 200 Gramm kann man den Vesuv Bazzi in dem Fall sich auf jeden Fall mal genauer anschauen, da geht er definitiv klar. Die anderen Sorten, wie gesagt, 2 habe ich schon in meinem Livestream mal vorgestellt. Den findet ihr auch jetzt nochmal als Wiederholung oben beim i eingeblendet. Falls ihr mal Zeit habt und eine Pfeife anmacht, könnt ihr euch das Video gerne darüber nochmal anschauen, den Livestream. Und falls ihr noch eine andere der 4 Sorten hier wünscht, die ich separat in einem Review vorstelle, könnt ihr auch jetzt nochmal auf das i draufklicken. Da könnt ihr nämlich abstimmen, welche der anderen 4 Sorten, die ich noch nicht in einem extra Review vorgestellt habe, denn noch reviewen soll. Also von daher gerne mal die Abstimmungsfunktion nutzen. Und dann war's das auch mit diesem Video. Zum Schluss schauen wir uns noch die Pro- und Kontraliste an. Da hätten wir bei Pro den Schnitt sowie die Feuchtigkeit. Das Mischungsverhältnis geht ebenfalls klar. Der Geschmack positiv, wenn es natürlich schmeckt, ganz klar. Dann die Intensität ebenfalls, wirklich sehr, sehr intensiv der Tabak. Und die Rauchentwicklung, wenn man dem ordentlich Hitze gibt, geht auch voll in Ordnung, wie ihr gesehen habt. Und als letzten Pro-Punkt haben wir noch den Preis, denn ihr wisst ja, 16,90 € ist meine Schmerzgrenze. Alles, was drüber ist, geht zu neutral. Aber da der Tabak nicht teurer ist, ist er noch bei Pro und deswegen auch nichts bei neutral und nichts bei Contra. Der Tabak geht so, wie er ist, auf jeden Fall klar. Und dann war es das schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es gerne mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren könnt ihr direkt hier bei mir. Zum letzten Video geht es drüben bei der WDHK und in der Mitte geht es zum Shisha World Partner Shoplink. Dann sage ich danke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und Servus!